So, das erste Boot ist beladen. Jetzt geht's weiter. Jetzt muss Danny sein Boot noch aufpumpen. Noch schnell beladen und dann geht das los. Ich denke mal, wir werden noch eine halbe Stunde rübersetzen zu unserer Stelle. Aber es ist ja noch früh am Tag. Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind jetzt angekommen am neuen See. 120 Hektar stehen uns hier zur Verfügung. Nach wie vor in Begleitung von Marlon und Kalli vom MVK Team Nordwest. Guckt gerne nochmal in die Videobeschreibung rein. Da verlinke ich euch nochmal den Instagram-Account, falls einer Interesse hat. 3 Nächte haben wir Zeit noch an dem See hier. Und dann gucken wir mal, was wir da so machen können. Also der Fischbestand ist ganz gut hier in dem See. Das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Problem ist halt nur, dass wir in so einer Art Sommerloch jetzt sind. Sehr trübes Wasser auf jeden Fall. Der See ist voll am Blühen. Aber das müssen wir irgendwie schon hinkriegen. Ne? Wie gesagt, für mich ein neues Gewässer. Die Jungs kennen das schon so ein bisschen, haben ihre Erfahrungen gemacht. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Genau, hier gibt es auch schon ein Video von dem See. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Und ja, die Boote wollen los. Also wir auch. Let's go. Zeit zum Übersetzen. Ja Leute, ich habe mir jetzt hier einen Platz gesucht am Plateau, da wo ich letztes Mal auch in etwa meinen Platz hatte. Unten an der Kante genau, da habe ich jetzt einen Marker geschmissen und da werde ich jetzt meine Montage platzieren. Kommen nochmal ein, zwei Hände Boilies drüber, erstmal nicht so viel in der ersten Nacht. Erstmal gucken, ob die Fische hier irgendwo sind und dann mal schauen. Wenn es was Neues gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und wir mal schauen, was die Nacht so bringt. So, dann werde ich mal zurück zu den anderen. Die vermissen mich bestimmt schon, weil ich habe mir jetzt bestimmt fast eine Stunde hier den Spot gesucht, weil ich das alles genau abgefahren habe am Plateau. Und ja. Ich weiß nicht, ob man mich richtig sieht, aber wie ihr seht, ist es auf jeden Fall schon stockdunkel. Und nichtsdestotrotz muss ich meine dritte Route jetzt fahren. Hab meine ersten beiden Routen an der Schilfbank abgelegt. Doch meine dritte werde ich jetzt einfach mal ins Freiwasser packen. Und werde einfach mal mir eine schöne Kante raussuchen und gucken, ob da auch mal ein paar schöne Fische vorbeikommen. Bleibt dran! Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Die letzte Nacht verlief relativ ruhig. Alle neuen Routen ohne weitere Aktionen. Nee, doch ein Brassen kam tatsächlich noch raus auf einer von meinen Montagen. Aber ansonsten tote Hose. Ich habe jetzt hier nochmal neu abgelegt auf dem Plateau. Wir haben letzte Nacht mehr oder weniger unten am Plateau geangelt. Jetzt tagsüber vermute ich vielleicht, dass die Fische ein bisschen hochziehen aufs Plateau. Das werde ich jetzt mal probieren und dann werden wir mal schauen. Zwei Nächte verbleiben uns ja noch. Hoffen wir mal, dass sich da nochmal einer blicken lässt. Ja, die Beißflaute geht auf jeden Fall nicht spurlos vorbei. Hier kehrt schon eine gewisse Lethargie ein im Camp. Wir sind hochmotiviert, so wie immer. Jo Leute, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Heute am Tag ist leider nicht so viel passiert. Ich habe jetzt nochmal die Taktik wieder geändert. Mit der einen Route gehe ich jetzt natürlich wieder tiefer. Habe mir da nochmal eine steilere Kante ausgesucht, als ich vorher hatte, hier am Plateau. Bei den anderen lief jetzt soweit auch nichts. Naja. Ziemlich schwierig jetzt die Woche irgendwie, obwohl der Luftdruck fällt und wir beste Bedingungen haben, aber irgendwie viel passiert leider nicht. Wir hoffen das Beste, zwei Nächte haben wir noch,
an dem See. Und dann werden wir schauen. Sobald es was Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Bis später, Leute. Hier wird fleißig gearbeitet. Mhm, so wie immer. Sagt er jetzt nur so. Nein. Moin Leute, ich melde mich auch zurück. Wie ihr seht, leider ohne Fisch bis jetzt. Wir nähern uns jetzt den zweiten Abend und ja, ich habe mir jetzt nochmal eine neue Stelle rausgesucht für eine andere Route, eine schöne Bucht. Kann ich euch ja gerne mal zeigen. Das ist die Bucht. Nur einen Meter tief, also im Flachwasserbereich mehr, ne? Ich sag mal ungefähr hier nachher. Da ungefähr in der Mitte werde ich ablegen. Ja, Leute, da kommt die Route jetzt hin. Bleibt dran. Stelle zu tauschen, war nochmal gelungen. Oh ja, die hast du auch weit gelegt, wa? Komplett geradeaus. X-Faktor, die neue Folge. Ich denke, du drillst hier den Fisch, Junge. Bist du drauf? Was ist denn mit dir? Wir sind gerade rausgefahren zum Drillen. Und dann macht er schon wieder Unfug hier. Und brillt die dicken Brassen. Boah, das hast du aber schön gemacht. Nadine. Guck dir das an. Ist das ein schöner. Genau. Den wollte ich nicht haben. Petri, hat er sich sogar noch entschneidert hier an dem See? Das ist halt die Schnauze. Ja, was macht ihr denn hier? Ich muss mal auf deine Routen aufpassen. Wieso? Da fiedelt und keine macht was. Ja, ist so. Gar nichts los ist hier. Fische verlieren, das können sie. Nichts können, aber das können wir genauso gut. Wenigstens fangen wir sie. Jo Leute, ich melde mich auch noch mal kurz bei euch. Ja, zwei Nächte sind rum. Wir sind noch nicht an den gewünschten Zielfisch gekommen, leider. Makali ist heute Morgen einer ausgeschlitzt, 5 cm vorm Kescher. So wurde es zumindest berichtet von den anderen. Ja, und was soll ich sagen? Eine Nacht verbleibt uns noch an dem See. Wir hoffen auf jeden Fall immer noch auf das Beste. Ich bin jetzt, wie ihr sehen könnt, noch mal richtig weit rausgefahren hier an meinem Distanzplatz auf jeden Fall und habe mir jetzt noch mal überlegt, dass ich hier ein paar Tigernüsse füttern werde. Jetzt habe ich leider die Futterschaufel vergessen und naja, die sind auf jeden Fall schon eine ganze Weile hier eingelegt. Wird auf jeden Fall eine ekelhafte Sache. Boah, stinkt auch schon fürchterlich. Hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen verteilen. Boah, so, ja, wie ihr sehen könnt, Wetter ist auf jeden Fall auch nicht mehr das Beste. Es soll nachher noch ordentlich knallen, deshalb sind wir heute relativ früh dran. Was haben wir jetzt, vielleicht 15 Uhr oder so. Knappe Stunde verbleibt uns noch laut Wetterbericht, da soll das anfangen nachher. Gewitter, Sturm und Hagel. Ja. Hoffen wir mal, dass wir da vielleicht doch nicht die volle Breitseite kriegen, sag ich mal. Ich werde auf jeden Fall meine Route jetzt hier neu ablegen an meinem Long-Distance-Platz und dann werden wir mal schauen, was die Nacht bringt oder der Abend, vielleicht auch der Morgen, man weiß es nicht. Kommen noch mal ein paar Boilies mit rüber hier und dann hoffen wir mal das Beste. Ja, da kommt doch schon der nächste zurück. Der Brassenhunter, da hängt jetzt erstmal eine fette Brasse drauf. Da hat sich mein Absenker um die Hauptschnur gewickelt.
Das heißt, der Biss konnte gar nicht übertragen werden. Jetzt wollte ich die Route gerade neu fahren. Was hängt dran? So ein Klodeckel. So ein Vieh. Auf jeden Fall, über das ganze Plateau ist es am Rollen. Ich habe nur die ganz böse Befürchtung, dass das alles Brassen sind. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Also ganz nah dran am Zielfisch auf jeden Fall. Ja. Gut. Besser kann es nicht werden. Man will hier rausfahren, kann es vergessen. Tüdelt der da rum mit seiner Schnur. Das holt man nach dem Sattmann ins Bett. Ich habe nicht mehr viel Zeit, der kommt nachher gleich. Guckst du mit? Ich guck mal, natürlich. Das ist das Wichtigste am ganzen Tag. Das ist ein richtig guter. Ja, das ist eine gute Sturmplätze. Da kommt sie. Oh, richtig gut. Herr Petri. Großfischhunter hat wieder zugeschlagen. Da wollte ich glatt neidisch. Gestern dicke Karpfen, heute dicke. Denk mal so an die 300 Gramm bitte auch haben. Erste Aktion für die Nacht. Ich hoffe mal, es ist keine Brasse. Aber auf die Distanz wäre es eigentlich ein klassischer Fallbiss, wenn es eine Brasse wäre. Im Hintergrund gewittert. Ich denke mal, wir kriegen nachher noch auf den Deckel. Mal gucken. Ja, wir sind jetzt ein ganz Stück entgegengefahren. Also die Route lag bestimmt auf 500 Meter Distanz. Aber komischerweise kam uns nur noch der Stein entgegen. Keine Ahnung, was das war. Aber wie viele? Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt haben die doch noch Fische gefangen hier mal eben so. Und die sehen so urig aus. Könnt ihr euch mal angucken, was man alles noch so entdeckt. Nebenbei. Vor allem wie viele. Die müssen sich ja alle hier im Schlamm verstecken. Wahnsinn. War mal Zeit nach drei Tagen, wa? Ja. Meine Fresse, so. Die dritte Nacht. Denkst du eigentlich gar nicht mehr daran, dass hier noch irgendwas passiert. Und ich schon wieder komplett abgerechnet bin. Einmal, jetzt muss ich schon wieder hin. Kaum zu glauben. Was ist jetzt los? Schuppi? Was? Das gibt's ja gar nicht. Es gibt doch gar keine Schuppis eigentlich. Wieso doch? Ich weiß nicht, was er macht. Auf jeden Fall. Genau. Die olle Sau. Schöne Morgendusche. Schön, Petri. Ja, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Drei Tage und drei Nächte hat's gedauert. Jetzt kam zumindest mal ein einzelner kleiner Fisch raus. Und ja, wir sind kurz vorm Abreisen. Wenigstens eine ganz kleine Entlohnung. Gestern Morgen hat Kalli ja noch einen verloren. Aber das war wirklich auch nicht das Gelbe vom Ei jetzt. Über die drei Tage. Ja, Pässchen haben wir ja noch. Vielleicht passiert da doch noch Unerwartetes. Bis später, Leute. Hingelegt. Hätte auch ruhig schon drei Tage früher passieren können, ne? Jetzt kommen die Fische, wo wir los wollen. Die ganze Nacht ist gar nichts passiert. Und jetzt um 9 Uhr zweimal aufeinander. Gibt's ja gar nicht. Wie ihr sehen könnt, ist auch ganz schön stürmisch geworden. In der Nacht. Das ist auch wieder, wie man so schön sagt. Die Fische kommen mit dem Wind. Ja. Wasser so trüb ist, ne? Total blass. Da werden sie auch wenigstens mal ein bisschen mehr. Ne? Das ist aber ein Kugelfisch. Ei, ei.
scheiß Wind. Wie gehst du da rein? Ja. Jawoll. Puh, auf den letzten Abend noch. Auf einmal läuft's. Auf einmal, jetzt wo wir los waren. Machst du gar nichts. Und das war auch der Spot, den habe ich 3 Tage am Stück immer ein bisschen befüttert. Eine Brasse kam da gestern. Ja, und jetzt am 3. Tag kam endlich der Karpfen, ne? Die Ruten bleiben auf jeden Fall jetzt draußen, weil wir nachher eh einpacken. Es ist auch ganz schön windig. Ja. Ja. Ein paar liegen noch. Mal gucken. So, guten Morgen. Nach dem Fisch von Danny haben wir uns noch mal kurz aufs Ohr gelegt. Wir wollten uns mal kurz ausruhen, bevor wir anfangen zusammenzupacken. Und da lief doch noch mal meine Route ab, die seit 3 Tagen auf demselben Punkt liegt. Ich habe auch den Hakenköder höchstens neu gemacht. Gar nicht viel Futter nachgebracht. Und da kam noch so ein kleiner Kugelrunde. Wenn er jetzt einmal kurz stillhält. Da ist er. Schön. Richtig schön. Guck mal, noch mal ein bisschen entlohnt für die 3 Blanknächte. Ja, und jetzt sind wir am Rätseln, ob wir vielleicht noch eine Nacht machen oder ob wir jetzt auch abhauen mit Kali zusammen. Rein theoretisch hätten wir noch eine Nacht, aber das hat uns alles so demotiviert. Mal gucken. Jo Leute, wie ihr sehen könnt, die Boote sind wieder beladen. Es geht zurück Richtung Heimat. Das war es jetzt auch mit dieser Videoreihe. Ich denke, insgesamt waren doch anfangs auch ein paar schöne Fische dabei. Jetzt in der letzten Nacht konnten wir wenigstens noch mal 2 fangen. Und ich denke, insgesamt war das doch eine gute Abrundung, wenn man es so nimmt. Auf jeden Fall sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Mal gucken, wo es dahin geht. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und bis dann. Ciao.